Ich komme gerade aus einem Interview zu einer größeren Veranstaltung und wurde unter anderem gefragt, was wohl wäre, wenn jeder auf dieser Welt seiner Freude folgen würde. Und dazu würde ich jetzt auch mal gerne ein paar Impulse mit dir teilen. Wenn wir uns mal nur für einen Bruchteil von Sekunden vorstellen, wenn wirklich jeder auf dieser Welt ganz klar seinem Herzen, seiner Seele und seiner Freude folgen würde. Wenn man uns nur für einen Bruchteil von Sekunde vorstellen, hätten wir dann da draußen in dieser Welt das ein oder andere Problem, die ein oder andere Herausforderung, ohne jetzt gewisse Dinge zu nennen. Ich denke, du weißt ganz genau, welche Situation ich meine. Vermutlich nicht. So viele Menschen sprechen von dem Weltfrieden, dass sie sich Frieden in der Welt wünschen. Die Wahrheit ist, dieser Frieden in der Welt, der fängt bei uns selbst an. Der fängt bei jedem selbst an. Und unter dem Aspekt, wenn wir uns vorstellen, jeder würde wirklich seiner Freude folgen. Der Kopf sagt vermutlich, na ja, da gibt's doch gewisse Dinge, die müssen auch gemacht werden, gewisse Berufszweige. Wir sollten das jetzt machen, ohne da ins Detail einzusteigen. Das Ding ist nur, es ist ja nur eine interessante Ansicht, dass gewisse Berufszweige dann nicht mehr, keine Mitarbeiter mehr hätten. Hol mal das Beispiel aus dem Restaurant. Du kennst das bestimmt auch. Du warst mal in einem Restaurant und hast gemerkt, der Kellner, der geht da voll und ganz drin auf. Das ist seine Welt. Der liebt das, dich als Gast zu begrüßen und bedienen zu können, dir vielleicht noch ein paar Empfehlungen zum Menü aus der Weinkarte zu geben und, und. Du spürst das. Und dann gibt es auch Situationen, wo du vermutlich auch schon mal gemerkt hast, puh, der ist hier nur am Arbeitsplatz, weil am Ende vom Monat Summe X aufs Konto kommt. Ja, also das sind so entscheidende Unterschiede. Und wenn wir da mal jegliche Bewertungen rausnehmen und uns vorstellen, man hätte uns mal in frühester Kinderstube schon beigebracht, es geht in diesem Leben um eines, dem Herzen zu folgen, dem Plan der Seele zu folgen und die Dinge zu machen, die wirklich deiner Geniezone dem entsprechen, warum du wirklich hier bist, dann hätten wir viele Dinge da draußen nicht mehr. Beziehungsweise wären dem Weltfrieden ganz nahe, wenn er nicht schon da wäre. Kann da was dran sein? Der Kopf erzählt uns natürlich andere Dinge. Und das sind Dinge, die ich mir wünsche, dass das irgendwann mal ganz natürlich gelehrt wird, dass wir hierher gekommen sind, um wirklich Freude und Spaß zu haben, dass wir uns mal von den interessanten Glaubenssätzen auch lösen. Ich muss viel arbeiten, um viel Geld zu verdienen. Ich muss irgendeinen Beruf überhaupt ausüben, um mir meinen Lebensstandard zu erlauben. Was wäre, wenn es wirklich darum ginge, dass mit dem, was du in dir trägst, warum du hierher gekommen bist, in meinem Sprachjargon ist das der Plan der Seele, wirklich dir dein Leben so gestalten könntest, mit all dem, was für dich dazugehört, mit der finanziellen Energie, mit deiner beruflichen Situation und auch mit der privaten Situation. Da dürfen wir gerade im jetzigen Zeitalter, wo sich so vieles so schnell verändert, mal noch viel mehr, das ist meine Einladung an dich, unseren Mind öffnen. Das geht. Wir haben nur so eine tiefe Konditionierung auch in uns, dass es immer mehr darum geht, nochmal Wissen, 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 Wissen anzueignen. Die Wahrheit ist, alles, was es braucht, um dir ein Leben nach deinem Herzen zu gestalten, trägst du in dir. Du hast vermutlich eh schon viele Aus- und Fortbildungen gemacht oder sei es auch autodidaktisch dir Wissen angeeignet. Und darin sind wir auch Meister. Wir sind Meister darin geworden, Wissen anzueignen. Nur, solange wir dieses Wissen nicht mal umsetzen, also wirklich mal ins Handeln kommen, uns wirklich mal auf den Weg des Herzens begeben und großartige Dinge entstehen lassen, nutzt dieses ganze Wissen ja nichts. Und das ist meine Ermutigung heute für dich. Alles, was es braucht, um dir ein freies Leben zu gestalten, ist in dir verborgen. Du musst da nicht noch zusätzlich irgendwelche Ausbildungen haben oder machen. Und vor allem folge den Dingen, die dir wirklich Freude machen, die dir wirklich Spaß machen. Weil letzten Endes entspricht das ja unserer Evolution. Keine Biene schwirrt morgens aus und denkt, ich muss heute 1000 Blüten bestäuben. Kein Tier kommt auf die Welt. Ich muss mir jetzt einen Partner suchen, um für Nachwuchs zu sorgen. Das sind doch alles Dinge, die aus der Freude heraus entstehen.
Und so gesehen ist alles andere, was es bis eben in uns glaubt, letzten Endes nur ein interessanter Satz, den wir glauben, womit wir dann natürlich auch Resultate im Leben erzielen, die nicht so sind, wie wir es eigentlich wollen. Also dreh das, folge deinem Herzen, folge deiner Freude und du wirst staunen, wie rasch wundersame Dinge in deinem Leben geschehen. Und wenn du hierzu weitere tägliche Impulse haben möchtest, dann folge mir auf dem Social Media Kanal, wo du mich jetzt hier gerade entdeckt hast und meinen Worten gelauscht hast. Bis ganz bald.